jeden Früh das gleiche Spiel. Ich zeige euch mal, wie unsere Montagen aussehen. Wenn man da nicht beim Saubermachen dranbleibt, gibt es keine Wälse. Hier kommen solche großen Krautfelder an, die drücken euch den kompletten Köderfisch. Wir haben hier an dem Platz auf 10 Meter Wassertiefe geangelt. 160 Gramm Blei vor dem Köder, große Köder drauf. Die Krautfelder kommen, gehen in die Montage, schieben alles nach oben bis hin zur Oberfläche, werden dort zu noch größeren Krautansammlungen. Und ja, dieser Krautsalat macht es wirklich richtig, richtig anstrengend. Denn oftmals, wir probieren im Stundentakt die Ruten zu kontrollieren, tagsüber wie auch nachts. Aber irgendwann schläft man halt auch mal. Ne? Und wenn dann in dem Moment gerade so eine Krautlawine durchrollt und unsere Montagen platt macht, erleben wir halt Angelstunden, die keine Fangstunden sind, weil unsere Köder einfach komplett zugemüllt sind. Irgendwo da unten drin steckt unsere Montage und unser Köderfisch. Das macht manchmal keinen Spaß. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Je nachdem, wie stark die hier am Fluss Wasser ablassen, um Strom zu gewinnen für die Klimaanlagen hier der Anwohner, der einheimischen Spanier, die meisten heizen oder kühlen ja ihre Häuser mit Strom. Und wenn dann richtig Wasser durchgepumpt wird, oben an den Stauwehren, reißt natürlich dieses ganze Gras ab, kommt ein Fluss runter. Unaufhaltbare Probleme sind es, gehen in eure Wallermontagen rein, in die Bojen, drücken alles runter. Muss man kämpfen, um am Ball bleiben zu können hier. Wir müssen jetzt mit Gas geben, eine riesige Krautinsel kommt auf unsere Bojen zu und droht alles mitzureißen. Bei diesen Dschungeltouren ist eine herkömmliche Gartenhake ein wichtiges Hilfsmittel geworden, um vorbeuglich auf uns zutreibende Krautfelder um unsere Bojenmontagen herumzulenken. Ich fahre noch ein bisschen drüber und dann hakst du es euch im Fall rückwärts. Gut. Nee, noch weiter rüber. Jetzt reinhaken. Drin lasse die Hake, wenn es geht. Ich war langsam. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier ein Fluss runterkommt. Riesige Felder lösen sich da immer wieder. Und wenn man da nicht achtsam ist, dann ist ruckzuck die ganze Arbeit, die man sich vorher gemacht hat, mit dem Auslegen, alles am Arsch. Das war nochmal Rettung in letzter Sekunde. Also seht ihr, auch ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand beim Welsangeln hier an den Flüssen im Dschungel ist eine Hake, eine Krauthake. Ja. Kann man immer gebrauchen, sowas hier. Wird man vorher wahrscheinlich beim Packen zu Hause nie damit rechnen, aber packt eine Krauthake ein, wenn ihr auch hier
so einen Trip mal machen möchtet. Eine weitere Möglichkeit, um in längeren Zeiträumen eure Köder krautfrei anbieten zu können, ist das Umlenken der Bojenmontagen oder auch der U-Posenmontagen über eine zweite Boje und anschließende Weiterleitung der Hauptschnur über Äste am Ufer. Auf diesem Wege gelingt es uns, die Hauptschnur auf weiten Entfernungen sicher über der Wasseroberfläche und somit auch sicher über den treibenden Krautinseln zu führen. Wieder hier, was hier abgeht. Plötzlich kommen Krautberge an ohne Ende, vermüllen die ganze Montage. Ein richtiges Brett im Hintergrund. Schaut euch mal, wie die Ghost Hooks hier arbeiten. Der mittlere Ghost Hook oben links in der Maulkante, der andere im Schlund. Ganz, ganz wichtiger Fanghaken hier für die großen Fische. Und das ist wieder ein richtiges Rollevieh. Boah. Hier kommt die erste Bombe, also wir nähern uns langsam jetzt auch in der Vollmondzeit der 100 Kilo Marke für den Thorsten und seinen Sohn Nico. Ein richtig starker Flussgigant, ein richtiges Brett. Die Köpfe hier, das ist der Wahnsinn. Super. Das sind doch wirklich krasse Fische und dafür machen wir auch hier die Strapazen im Dschungel mit Wahnsinn, Wahnsinn.
Lass mich jetzt Eier reinlegen, nehmen wir mal. Da gehen wir gut angefangen. Wir haben die ersten Ausfallerscheinungen durch die Moskitoplage hier. Ein Gast musste jetzt schon gestern mal schnell einen Doktor besuchen. Wir hatten Verdacht auf Blutvergiftung, aber zum Glück war es nicht der Fall. Ein bisschen Antibiotika schafft da Abhilfe. Nicht nur unsere Füße und Arme sind komplett verstochen. Einige von uns kriegen jetzt auch langsam schon Wassereinlagerungen durch das Gift der Insekten. Also die Sonne und das Gift, also die Mückenstiche oder die Mosta Negra Stiche, sind eine ganz böse Mischung. Ich zeige euch jetzt mal die Hände von meinem Kumpel Roy, wie die mit Wasser voll sind, aufgedunsen sind. Voll Action heute früh. In der Dämmerung sind die Biester wieder gekommen. Hier habe ich 9 Stiche und hier habe ich 4 Stiche und ich schwill weiter. Jetzt schaut euch mal meinen Knöchel an, da ist auch voller Wasser. Um uns vorbeugend vor den Attacken der Blutsauger zu schützen, haben wir bei diesen Touren unterschiedliche flüssige Sprays dabei und nutzen eine spezielle Bodylotion, ein Geheimtipp der Spanier, gegen die Mosta Negras. Am Morgen und am Abend oder hier in den schattigen Bereichen ist es mit den Mücken, mit den Moskitos, mit dem ganzen stechenden Fliegzeug wirklich extrem heftig. Wir sind komplett zerstochen, ihr müsst euch mal meine Füße angucken. Also da sind richtige Schrammen und Narben drauf und auch Entzündungsherde von diesen Moskitos. Wir haben da die unterschiedlichsten Hilfsmittel mit, aber da muss jeder selber schauen, was einem da am besten hilft. Das hängt ja alles viel mit eurem eigenen Körpergeruch zusammen, mit dem Schweiß, wie ihr auf diese Teile reagiert. Manche werden ja gar nicht gestochen, manche unheimlich viel und kriegen dann da auch Entzündung davon. Es gibt ja bei uns die unterschiedlichsten Insektenschutzmittel, so Schutzsprays. Manche helfen, manche haben keinen großen Sinn. Was wirklich gut ist, sind diese Spiralen hier. Die legt ihr auf so eine Schutzscheibe, damit nichts anbrennt. Das sind solche Ringe hier, die könnt ihr anzünden an einer Seite. Die brennen dann langsam ab. Könnt ihr unter die Liege stellen oder unter einen Angelstuhl oder in die Nähe da, wo ihr euch aufhaltet. Das kommt mir vor, hilft und wirkt schon sehr gut hier im Dschungel und schützt euch ein bisschen vor den Plagegeistern. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht, aber Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Da wird schon jeder sein Heilmittel finden. Nehmt auf jeden Fall, wenn ihr so eine Tour macht, was mit und denkt auf jeden Fall an ein Moskitonetz. Das ist viel, viel wichtiger als ein Zelt. Ein Zelt habe ich jetzt überhaupt nicht dabei gehabt, weil es ja hier sehr, sehr wenig regnet. Ein sehr nützliches Hilfsmittel ist bei solchen Touren auch unser Black Hat Bedshare Cover mit einem integrierten Moskitonetz im Kopfbereich. Und falls doch Regen oder ein plötzlich auftretendes Unwetter vorbeiziehen sollte, nutze ich das Black Hat Extreme Cover. Das wasserdichte Gewebe bietet dem Schlafsack und der Liege hundertprozentigen Schutz beim Schlafen unter freiem Himmel. Neben den zahlreichen Abwehrstoffen zur Vorbeugung, dass die Mücken gar nicht erst zu zahlreich in eure Nähe kommen, haben wir hier noch so einen, wir nennen es das, den heißen Teufel, by the way, dabei. Das ist ein Stift, der dann eingesetzt wird, wenn die Mücke schon an euch dran war. Also ihr schon die richtig schönen dicken Bobbel bekommt und es wie Sau juckt. Dieses Teil erhitzt sich, ich weiß nicht genau wie viel Grad, aber es tut auf jeden Fall in den Weichteilen oder auf Hautschichten, Kniekehle, Armkehle, Unterschenkel und so weiter richtig weh, das macht richtig Zöng. Wird es aufgesetzt, hier wird der Knopf betätigt, dann wird es richtig heiß und zerstört dann die Eiweiße in dem Gift, also in diesem Mückenstich, zersetzt sie und dann hört der Juckreiz auf und der Stich erholt sich schneller, also der Stich, die Stichstelle erholt sich schneller und ihr kriegt nicht so, nicht die Gefahr von Entzündung
durch Mückenstiche. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist halt dann richtig lustig und fast noch schmerzhafter, wenn ihr mehrere Stiche habt und ihr tut euch da 10, 20 Mal an einem bestimmten Körperbereich mit dem Teil hier verbrennen. Natürlich gibt es noch weitaus gefährlicheres Ungeziefer hier in der Wildnis. Um Schlangen, Skorpionen und auch Spinnen keinen Unterschlupf zu gewähren, verstauen wir unsere wichtigen Ausrüstungsgegenstände in wasserdichten und sicher verschließbaren Transportsäcken. Also so viel dazu, dass Wallerangeln immer einfach ist und Urlaubsangeln. Wir haben es hier nicht nur mit richtig kampfstarken Fischen zu tun, sondern auch mit jeder Menge Ungeziefer. Gegen die Attacken können wir nichts tun. Ja, da müssen wir nur hoffen, dass der Körper das Ganze mitmacht und standhält. Und ansonsten, der letzte Weg ist dann wirklich Krankenhaus und Spritze. Der Vollmond steht vor der Tür. Jetzt beginnt die aktive Phase für die richtig großen Welse. Der Mond und große Fische, das gehört wirklich zusammen. Und da sieht der Nico im Boot feiden. Richtig gutes Ding, wir sind schon 10 Minuten auf dem Wasser. Fisch steht ganz, ganz stark in der Tiefe. Ich glaube, das ist ein richtiges Vollmondmonster. Der Vollmond wirkt mit voller Kraft auf die Gezeiten der Meere, auf unseren Schlaf und auf die Tierwelt. Manche Wildtiere ziehen in den hellen Nächten kilometerweit durch die Wälder und auch die richtig großen und sonst sehr vorsichtigen Welse sind jetzt besonders aktiv. Das sind die Fische, die zur Vollmondzeit hier unterwegs sind. Mega Fisch, mega Drill. Ach, Wahnsinn. Wir sind das erste Mal in Spanien. Magi, mein Papa und ich. Es war eine super Tour, die Moskitos waren sehr aggressiv, aber es war eine geile Woche und wir kommen wieder nach Spanien. Elf Fische von über 2 Meter Länge in jetzt 5 Angelnächten sprechen auf jeden Fall für sich und für die Entscheidung, über die Vollmondphase so einen Trip zu machen. Wir haben jetzt schon wieder abnehmende Mondphase. 2 Tage nach Vollmond und es läuft immer noch ganz gewaltig. Also die Tage zum Mond hin, Vollmondnacht, die magische Nacht für die Großwelsfischerei und dann wieder die abfallende Phase ist hier in diesem Revier ein Garant für richtig, richtig starke Fänge. Und Marco hat allen Grund zu feiern, der konnte heute im Morgengrauen gleich 2-mal die 2-Meter-Marke knacken und hat sich seinen neuen PB geholt mit 2,39. Eine richtige Röhre.
Wahnsinns-Doppelfang heute Morgen, 2,8 Meter und 2,39 neuer PB für mich. Natürlich muss man neben dem ganzen Angeln auch irgendwann einmal was essen. Die einfachste Art der Verpflegung in der Wildnis sind Fertiggerichte, die keinerlei Kühlung brauchen und mit heißem Wasser zubereitet werden. Aber wenn es die Zeit und auch die Möglichkeit hergibt, kochen wir natürlich auch gerne frisch am Wasser, denn das schmeckt bekanntlich um ein Vielfaches besser. Die Verpflegung kommt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Hola, frisches Gemüse aus Spanien, Bio-Anbau vom Feinsten. Ja, ich denke, den jungen Mann da hinter mir kennt er, ist der Kalle Decker. Der hat hier unten in dem Revier, wo wir unterwegs sind, sich ein ganz geiles, gemütliches Camp gebaut. Schaut mal bei ihm auf die Homepage www.extreme-epro-fishing. Ne? Genau. Ist hier wahrscheinlich einer, der am längsten schon hier unten unterwegs ist. Super Flusskenner. Und er versorgt uns. Das ist mega geil. Also hier, ich zeige euch mal, was hier eben gerade ankam. Zucchini, Pflaumen, Peperoni, Tomaten. Und jetzt kommt noch frischer Salat. Und frische Zwiebeln. Das ist doch ein Service, oder? Da gibt es heute Abend mal wirklich was Gutes, was Gesundes. Aber ja, mit den Kleinen hier, da musst du ein bisschen aufpassen. Die hier waren das, glaube ich. Die gebraten, das sind Patrons. Einmal ist einer scharf und einmal kannst du ihn essen. Top. Und das Tolle ist, das kommt nicht aus dem Supermarkt. Das baut ein Kalle seine Freundin selber an hier. Die Leute, die schon mal im Kalle waren, kennen dieses tolle Feld oder die Ernteanlage, die sie sich da in Schweiße des Angesichts hier erschaffen haben. Und die anderen werden sie vielleicht bald kennenlernen, wenn ihr mal beim Kalle Gast seid. Das wird lecker heute Abend. So lässt es sich leben in der Wildnis. Wir sehen uns später wieder auf dem Boot mit einem dicken Fisch im Grill. Versprochen. Wir sehen wieder aus wie zivilisierte Menschen und jede Reise findet auch einmal ihr Ende. Für uns geht es jetzt nochmal runter ins Weltcamp Ribarroja. Hier sind wir zu Gast. Hier hat unsere Reise gestartet. Von dem Camp aus starten wir unsere Dschungeltouren. Noch ein schönes, gemütliches Essen heute Abend zusammen mit unseren Gästen und morgen früh geht es dann auf die Heimreise. Wenn es euch gefallen hat, dieser verrückte Dschungeltrip, meldet euch hier bei den Jungs von Andres Angelreisen, Weltcamp Ribarroja. Hier bekommt ihr auf jeden Fall Boote, tolle Unterkünfte und den richtigen Service, um selbst in so ein Unternehmen zu starten. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei mir melden. Bei uns könnt ihr mitfahren. Wir betreuen euch bestmöglich mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen aus den letzten Jahren hier im Dschungel Spaniens auf der Jagd nach großen Welsen. Nach der Reise ist vor einer Reise. Ich hoffe, der verrückte Dreiteiler aus Spanien hat euch auf meinem Kanal gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Denn mit etwas Glück schaffen wir mit diesem Film jetzt die 30.000 Abonnenten. Das wäre auf jeden Fall der absolute Wahnsinn und ich würde mich mega freuen. Jetzt bin ich gerade dabei, den nächsten Trip vorzubereiten. Hier sieht's aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat in meinem Angelkeller. Es geht auf jeden Fall in den nächsten Videos an den Rhein zum Welsangeln in Deutschland. Es geht nach Italien zum Thunfischangeln. Dann geht's weiter nach Norwegen zum Heilbuttangeln. Also ich habe noch einiges vor. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn ich nehme euch zu jedem meiner Abenteuer gerne mit. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.